Heute bauen wir eine richtig coole Suchleiste mit einem kleinen Gimmick. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um eine Suchleiste. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und wir nutzen in diesem Video die Technologien JavaScript, CSS bzw. SAS und HTML. Also diese drei Sprachen solltet ihr beherrschen bzw. diese drei Technologien. Grundsätzlich würde es heute darum gehen, dass wir eine Suchleiste bauen, also so ein kleines Inputfeld, wo wir etwas eintippen können und immer bei einem Key up werden wir eine Funktion aufrufen, die uns quasi einfach nur unsere Suchzeile, unseren Suchstring quasi einfach nur lockt. Und da müsst ihr dann quasi mit eurer Technologie entweder einen Backend-Call absetzen oder irgendetwas anderes mit eurem Suchergebnis machen. Was heißt, bis dahin werden wir in diesem Video kommen. Grundsätzlich gibt es aber noch einen kleinen Knick bzw. ein kleines Gimmick, was wir einsetzen werden, um die ganze Geschichte für den Nutzer, vor allem für wiederkehrende Nutzer, etwas interessanter zu gestalten. Und das macht das Ganze eigentlich interessant. Also, wenn ihr Fragen oder Probleme habt, wie immer, findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung Discord, join der Community, beantwortet Fragen, stellt Fragen oder tauscht euch einfach mit Gleichgesinnten aus. Ansonsten, ja, legen wir es direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, und los geht's mit unserem heutigen YouTube-Video. Das, was wir heute machen werden, seht ihr hier schon. Wir haben hier eine kleine Mini-Webseite, da ist nicht sonderlich viel zu sehen. Wir haben hier oben Header, wir haben hier an der Seite so eine kleine Lupe. Und wenn ich auf die Lupe drauf drücke, dann öffnet sich so ein Such-Overlay, wo wir etwas eintippen können. Wir können das Ganze auch wieder schließen. Und wenn ich jetzt mal STRG F12 drücke, seht ihr hier, wenn ich das mal cleare und ich das nochmal öffne, kann ich hier was eingeben und jedes Mal wird quasi ein Event getriggert und damit könnt ihr dann beispielsweise gegen eure Backend-API oder so etwas einen Suchbefehl absetzen bzw. einfach einen Get-Request und in dem Moment können wir nach etwas suchen und das vielleicht irgendwo auf der Seite wieder ausstellen. Unser Tutorial endet aber damit, dass wir diesen Konsolen-Log machen. Das, was allerdings ziemlich cool ist an diesem Tutorial bzw. was wir da bauen werden, wir müssen das nicht mit einem Klick öffnen, sondern wir können auch einfach mit einem Shortcut arbeiten. In dem Moment öffnet sich das Ganze, wir können etwas suchen und wir können das Ganze mit Enter abschicken oder einfach mit Exit schließen. Das Ganze ist ziemlich tastaturbedienbar und das ist eine Anforderung, die immer wieder im Enterprise-Umfeld wichtig ist und auf die man definitiv Rücksicht nehmen sollte. Nicht nur wegen der Barrierefreiheit, auch um einfach Nutzern, die immer wieder die gleichen Anwendungen durchexerzieren, einen kleinen Vorteil zu geben. So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Wie immer finden wir hier schon ein bisschen Code, den ich vorbereitet habe. Unten in der Videobeschreibung findet ihr auch meine gesamte Entwicklungsumgebung. Wir nutzen allerdings hier nur drei Dateien, nämlich einmal eine Main.js, die ist quasi leer. Dann eine Main.sas, hier ist halt mein Boilerplate drin, der in jedem Tutorial zu finden ist. Unser Code, den wir für dieses Video brauchen, ist allerdings noch nicht vorhanden. Und eine Index.html, die seht ihr hier, wo schon ein bisschen HTML drin steht. Und da werde ich jetzt mal kurz durchführen. Das erste, was wir hier haben, ist ein Header. Der ist eigentlich ziemlich unbedeutend für dieses Tutorial und den dient nur der Veranschaulichung. Dann haben wir einen Div-Container mit der Klasse Search. Das wird später unser globales Search-Objekt, was sich quasi, wenn wir das aktivieren, über alles drüber legt, was so einen schwarzen Verlauf quasi kriegt. Dort drin befindet sich ein Button mit dem Typ Button mit dem Close-Icon. Das seht ihr hier, ist einfach ein Image mit einem SVG-Icon mit dem Namen Close, das ich verlinke. Das ist später quasi dieses Element, wo also ein kleines X drin sein wird. Dann haben wir eine Search-Bar. Diese Search-Bar ist quasi dieser Bereich mit dem Index hier unten und ja, diesem Submit-Button. Das befindet sich alles in einem Formular. Das ist einfach, dass es syntaktisch korrekt ist. Wir haben nämlich ein Formular, das ist unsere Search-Form. Dort drin befindet sich ein Input-Feld mit dem Typ Search. Seht ihr hier mit dem Namen Main Search und einem Placeholder, das ist quasi der Text, der hier drin steht. Und wir haben hier einen Button mit einem IMG, nämlich der kleinen Lupe, dem Search-Icon und mit dem Type Submit. Was heißt, wenn wir diesen Button drücken, wird dieses Formular, Klammern, abgeschickt. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal so stehen und das nächste, was wir machen, ist, wir stylen das erstmal. Und hier werde ich ein bisschen, in Klammern, schneller machen, weil vieles davon ja relativ simpel ist. Und zwar haben wir einen Header. Dieser Header bekommt eine Höhe und eine Weite. Weite 100%, Höhe 8 rem. Dann bekommt der Header einen Background Color. RGBA, was heißt, wir wollen mit transparent arbeiten. Wir sagen, das soll weiß sein. Das sind also rot, grün, blau soll jeweils weiß. Und dann sagen wir hier 0,05, was heißt 5% Deckkraft. Wir wollen, dass der Header ganz oben an der Seite klebt und immer mitscrollt. Deswegen sagen wir Position Fixed und Top Left 0, sodass der genau oben ist. Außerdem wollen wir einen Abstand zu allen Seiten und wir wollen mit Display Flex dafür sorgen, dass der Inhalt genau zentriert ist und ans Ende rutscht. Das speichern wir jetzt ab und jetzt sehen wir hier oben, zack, ist unser Header da oben reingerutscht und wir können damit weiterarbeiten. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir haben hier unser Div-Container Search und den müssen wir jetzt stylen. Und zwar haben wir hier drin einen Div-Container, beziehungsweise das alles liegt in unserem Div-Container Search und deswegen
gehe ich jetzt mal rein, sage, ich möchte eine Klasse mit dem Namen Search positionieren bzw. stylen, und hier sage ich einfach Display Flex, sodass alles zentriert wird, und Position Relative, weil sich später vieles innerhalb dieser Klasse per Position Absolute und Fixed ausrichtet. Das Ganze speichere ich jetzt ab und jetzt ist das alles schön in einer Reihe. Und das nächste, was wir machen müssen, ist quasi einfach dafür sorgen, dass hier drin jetzt unsere Searchbar korrekt funktioniert. Dazu kopieren wir uns jetzt hier einfach mal die Klasse Searchbar, machen das hier rein und sagen, diese Searchbar bekommt jetzt ein paar Attribute, auch wieder nur Positionierungsattribute. Und zwar sagen wir als erstes Position Relative, damit sich später unsere kleine Lupe innerhalb unseres Suchbegriffs befinden kann, beziehungsweise dahinter. Dann sagen wir Display Flex Center Relative, sodass, oh, das brauchen wir gar nicht, das haben wir zweimal drin stehen, einmal raus. So. Und wir sagen, das soll 50% der Gesamtbreite unserer Search sein. Das Ganze speichern wir jetzt ab und jetzt sehen wir hier schon, das hat sich alles ein bisschen verschoben, weil wir hier drin jetzt nicht mehr dem Justify Content arbeiten. Hier drin brauchen wir jetzt unser Formular, das heißt, wir sagen einfach Form. Form kriegt aber nicht sonderlich irgendwas, sondern wir sagen einfach nur, unser Formular soll 100% der Weite unserer gesamten Searchbar einnehmen. Und hier drin wollen wir jetzt unser Input-Feld stylen, das ist quasi das Wichtigste. Hierzu sagen wir Input, nehmen dann einen Selector und sagen, wenn der Typ Search ist, dann wollen wir das Input-Feld stylen. In unserem Fall ist das Wichtigste, was wir als erstes machen, weil wenn ich hier reinklicke und etwas suche, seht ihr hier, und nicht ganz, seht ihr in der Seite dieses bisschen von dem X, wenn ich da drauf drücke, verschwindet das. Das wollen wir verhindern, das machen wir mit WebKit Appearance None. Wenn ich das jetzt abspeichere und ich hier reinklicke, dann wird das hier quasi anders gestylt, und wir müssen jetzt noch ein Stück weitergehen. Innerhalb unseres Search-Feldes haben wir mit WebKit Search Cancel Button, sagen wir Display None. Das heißt, wir wollen nicht, dass dieser Button auftaucht, wenn wir hier reingehen. Ah, immer dieses blöde Overlay hier. Wenn ich hier was eintippe, seht ihr jetzt, das ist weg. So haben wir jetzt quasi ein ganz sauberes, normales Inputfeld und können jetzt weitermachen. Und als erstes sagen wir, unser Inputfeld soll keine Farben haben und kein Border. Deswegen sagen wir Background Color Transparent und Border None. Allerdings wollen wir später das Ganze ja unterstreichen, und das müssen wir jetzt schon hinzufügen. Sonst würde das nämlich später so ein klein bisschen springen. Und deswegen sagen wir Border minus Bottom ein Pixel, Solid, und die Farbe ist transparent. Die soll man jetzt noch nicht sehen, aber der Platz dafür soll schon vorgesehen sein. Das nächste ist, der Text innerhalb unseres Inputfeld soll 3 RAM groß sein. Wir wollen auch ein bisschen Abstand nach oben und unten und vor allem nach rechts. Was heißt, dafür sage ich jetzt Padding nach oben 1 RAM, nach rechts 3 RAM, nach unten 1 RAM und nach links 0. Und das Ganze werden wir später auch noch unsichtbar machen. Was heißt, das machen wir in unserem Fall jetzt einfach dadurch, dass wir sagen Width 0, und in dem Moment verschwindet dieses Feld. Außerdem wollen wir später, wenn wir da mit der Maus drüber gehen und das Ganze per Fokus steuern, Outline None und Color White machen. Was heißt, wir wollen, dass das die Farbe weiß annimmt, aber wir wollen hier keine Outline haben. So, was uns jetzt natürlich noch fehlt, sind hier diese ganzen Icons. Und dafür machen wir jetzt als erstes innerhalb unserer Searchbar einen Button, beziehungsweise in unserem Formular einen Button. Diesen positionieren wir jetzt mit Position Absolute. Das heißt, wir sagen, der soll von rechts 0, also soll ganz bündig rechts sein, aber von oben 1,5 RAM. Wenn ich das jetzt nämlich abspeichere, passt das hier perfekt rein. Außerdem wollen wir auch hier quasi dafür sorgen, dass wir mit der Maus rübergehen, sollen wir einen Pointer bekommen und der soll nicht sichtbar sein. So wird er nicht sichtbar, so ist er jetzt weg. Aber wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, seht ihr, meine Maus wird zu so einem kleinen Zeiger. Das nächste ist, auch hier wollen wir quasi keinen Fokus-Effekt haben. Was heißt, wir gehen jetzt hier rein und sagen, okay, Fokus, Outline, None. Und hier drin haben wir ein Image, und dieses Image wollen wir ebenfalls stylen mit Opacity 1. Und Opacity 1 brauchen wir gar nicht, sondern wir sagen einfach Image und sagen hier with 2 RAM, speichern das Ganze jetzt ab und haben jetzt hier unsere kleine Lupe drin. Das funktioniert super. Allerdings müssen wir von oben noch ein ganz klein bisschen mehr machen. Machen wir 1.6, ist auch noch zu wenig, 1.7. Jetzt ist es perfekt zentriert und jetzt können wir das letzte Icon quasi stylen. Und zwar haben wir hier noch unser Button mit dem Close, und das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wir haben oder kopieren uns quasi das hier einmal, gehen aber runter, weil unser Close-Button befindet sich direkt in unserer Search, also auf dieser Ebene hier. Dort füge ich das jetzt einfach ein, sagen hier unseren Close-Button, kriegt Position Absolute von oben und rechts jeweils 1,5 RAM.
Außerdem auch hier Background Color Transparent, Border None, Cursor Pointer und Display None. Das werde ich jetzt erstmal kurz auskommentieren, das speichern wir jetzt erstmal so ab. Und in dem Moment sehen wir hier noch nichts. Was wir aber auch hier machen wollen, ist quasi das hier einmal kopieren und fügen das hier unten ein. Jetzt müssen wir es nur noch wieder richtig bündig machen. So. Und speichern das Ganze und haben hier jetzt so ein X. Und dieses X ist später quasi nicht zu sehen. Deswegen sagen wir hier, wir sagen Display None. So ist es weg. So ist quasi unser Urzustand. Und das, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Zustand, wenn oder in dem Moment, wenn unsere Searchbar quasi sichtbar wird. Und das werden wir später so visualisieren, dass unser Search-Objekt hier eine neue Klasse bekommt über JavaScript und die heißt Open. Das machen wir jetzt manuell und jetzt können wir hier drin nämlich stylen, okay, wenn unser Search Open bekommt mit un.open, können wir jetzt alles so positionieren, dass es passt. Als erstes, wie schon gesagt, soll sich Search über die gesamte Seite legen. Das schaffen wir mit Position Fixed, Top Left, Bottom Right. Außerdem sagen wir einen Z-Index mit 10.000, sodass er sich wirklich über alles drüber legt. Außerdem wollen wir eine Farbe, in unserem Fall sage ich schwarz. Das machen wir hier, indem wir alle Farben auf 0 setzen und die Deckkraft auf 0,3. Außerdem haben wir hier einen Search-Button. Dieser Search-Button, also Close-Button, nicht Search-Button, soll jetzt Display-Block bekommen. Wenn ich das jetzt abspeichere, dann sehen wir, okay, wir haben jetzt hier oben unser Close-Icon, das richtig positioniert. Der schwarze Schatten hat sich hier drüber gelegt und jetzt müssen wir einfach nur dafür sorgen, dass unser Suchfeld sichtbar wird. Dazu sagen wir, okay, in unserer Open-Klasse bekommen wir jetzt auch noch unsere Searchbar. In unserer Searchbar haben wir ja unser Form. Und in unserem Form bekommen wir jetzt ein Input-Feld. Und hier sorgen wir jetzt dafür, dass das Ganze sichtbar wird, indem wir hier sagen Input, Type Search, Border soll white sein. Der Rest soll so sein, wie es auch schon vorher war. Dann das Ganze 100% und die Farbe weiß. Das Ganze speichere ich jetzt mal ab. Und jetzt haben wir hier unseren Suchstring. Und theoretisch war es auch schon. Jetzt können wir hier irgendwas eingeben. Das Ganze ist jetzt vielleicht ein bisschen groß. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen kleiner machen. Beziehungsweise ich habe hier auch, glaube ich, auf 150% gezoomt. Ja, so ist es schon besser. Wir sagen jetzt mal, das Ganze soll ein bisschen größer sein. Ich sage mal hier 80. So, sieht ein bisschen besser aus. In dem Moment haben wir jetzt quasi unser Suchzustand, wenn es offen ist, mit Open. Und wenn ich das hier rauslösche und neu lade, sehen wir, dass es jetzt korrekt ist. So, jetzt kommt der eigentlich interessante Teil, und zwar mit JavaScript müssen wir jetzt einiges definieren. Und als erstes, das füge ich jetzt einfach mal mit Copy-Paste ein, füge ich hier 5 Elemente ein. Was heißt, wir haben 5 HTML-Objekte, das ist einmal unsere Suchleiste, die Search, dann haben wir einmal den Search-Button und den Close-Button, das ist einmal der Close-Button, dieser hier, und hier unten der Search-Button. Außerdem haben wir das Search-Form, das ist einfach nur unser Formular, was hier drin steht, und wir haben hier Main-Search, das ist unser Input-Feld. Das wird alles über IDs oder Klassen gemacht, wie ihr hier mit dem Query Selector am CSS-Operator auch seht. Und damit können wir arbeiten. Was heißt, diese Elemente sind essentiell für unser weiteres Skript. Und das Erste, was wir jetzt machen müssen, wenn wir das Ganze abspeichern, wenn ich hier oben auf den Search, auf die Lupe klicke, wollen wir quasi, wie ihr seht, das flackert hier unten immer so kurz auf, weil das quasi durch ein Submit ein Page Reload triggert. Das wollen wir verhindern und wir wollen, wenn wir draufdrücken, unsere Suche öffnen. Wie öffnen wir unsere Suche in dem Moment, wenn wir unserem Div-Container mit der Klasse Search die Klasse Open hinzufügen. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, ist eine Funktion, die uns die Searchbar öffnet. Und das ist einfach nur diese hier, Open Searchbar. Und wir brauchen das Äquivalent dazu, nämlich Close Searchbar. Mit diesen beiden Funktionen können wir das Essentiellste unseres Skripts, nämlich das Öffnen und Schließen, schon mal durchführen. Und das Erste, was wir hierzu brauchen, wir sagen, okay, unsere Search, classlist.add. Und wir sagen hier einfach Open. Was heißt, in dem Moment, wenn wir diese Funktion ausführen, soll quasi nur unserer Search die Open-Klasse hinzugefügt werden. Und hier unten wollen wir das Ganze wieder entfernen. Allerdings reicht das nicht, sondern in dem Moment, wenn wir die schließen, wollen wir unserem Input-Feld, dem Main-Search-Element, auch noch ein Value gleich leer. Was heißt, wir wollen einmal das Feld clearen und wir sagen hier document.ActiveElement.blur. Ups, das wollte ich nicht. Blur. So.
Warum mache ich das hier unten? In dem Moment, wenn wir quasi unsere Suchleiste schließen, in dem Moment wollen wir, dass der Fokus auf dem aktuell aktiven Element, was in unserem Fall wahrscheinlich das Inputfeld ist, einmal komplett aufhört, sodass man wieder einen clearen Fokus hat, und das ist wichtig. Was heißt, diese beiden Funktionen sind schon mal fertig und funktionieren auch soweit ganz gut. Was wir jetzt machen müssen, wenn wir hier drauf drücken, lädt sich ja immer noch die Seite neu. Was heißt, als erstes müssen wir irgendwie, wenn wir auf unseren Search-Button drücken, müssen wir auf ein Event warten. Und das Event, auf das Event warten wir mit @EventListener, und das ist ein Click-Event. Was heißt, wenn wir draufdrücken, soll etwas passieren. Und wir warten hier, wie gesagt, auf ein Event. Da es sich um einen Search-Button handelt, brauchen wir als erstes hier eine If-Abfrage. Was heißt, als erstes müssen wir kontrollieren, hey, ist das Menü bzw. das Menü nicht, ist gerade unser Suchfeld offen oder nicht? Und dafür brauchen wir eine neue Funktion. Und diese Funktion heißt SearchOpen. Also Search is open, und wenn das Ganze nicht der Fall ist, dann öffne bitte unsere Suche, indem hier unten unsere Funktion ausgeführt wird, Open Search Bar. Das Problem ist hier, diese Funktion haben wir noch nicht, die sollten wir als erstes mal hinzufügen, würde ich sagen. Das machen wir ziemlich einfach, indem wir das einfach mal hier eintippen. So, und in dem Moment, ja, was machen wir oder wie können wir jetzt kontrollieren, ob unsere Suche offen ist oder nicht? Wie definieren wir, ob unsere Suche offen ist, wenn unsere ClassList open beinhaltet? Und das können wir hier auch einfach nutzen. Das heißt, wir sagen return search class list, aber nicht add, sondern hier sagen wir contains open. Das gibt uns quasi true oder false zurück. Wenn das Ganze false ist, dann öffnen unsere Suchleiste. Wenn ich das Ganze so abspeichere und jetzt hier drauf drücke, seht ihr, es blendet kurz ein, aber nicht lange, weil in dem Moment, wenn unser Search-Button getriggert wird, weil es vom Typ Submit ist, wird auch ein Page Reload über das Formular getriggert. Und das müssen wir verhindern, indem wir hier sagen, unser Event hat Prevent Default. Damit verhindern wir das automatische Absenden. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken, öffnet sich unsere Geschichte. Wenn ich hier oben drauf drücke, kann ich aber dieses Fenster nicht wieder schließen. Und das ist nicht richtig gut. Deswegen nehmen wir jetzt hier unseren Close-Button. Close-Button.addEventListener. Auch hier warten wir auf einen Klickbefehl bzw. ein Klick-Event. Sagen hier, müssen wir gar kein Event abfangen. Das heißt, in dem Moment, wenn wir auf unseren Close-Button drücken, soll einfach hier unten unsere Funktion CloseSearch ausgeführt werden. Und in dem Moment, wenn ich jetzt hier drauf drücke, öffnet sich unsere Suche und sie schließt sich wieder. Und wenn ich hier was eintippe, passiert noch gar nichts. Und das sollten wir natürlich auch hinzufügen. Was heißt, das ist ja ein wichtiger Punkt, den wir einfach nutzen müssen. Und hierzu mache ich jetzt als erstes mal unsere Kernfunktion, und zwar heißt die einfach Search. Und hier kommt SearchString, wird als Parameter erwartet, und den loggen wir einfach. Was heißt .console.log, und sagen hier SearchString und übergeben jetzt hier einfach unsere Variable an unseren console.log. Was heißt, das ist die Funktion, wo hier quasi müsst ihr später euren Code hinzufügen, um zum Beispiel über irgendein Framework einen HTTP-Request per GET oder so auf einen Server zu machen, um dann etwas zu suchen. Oder hier müsst ihr eure Elemente durchsuchen. Was heißt das? Hier ist die Funktion, die für euch am wichtigsten ist, wo ihr später ansetzen müsst. Aber wie wird die jetzt genau abgefangen? Wenn ich hier was eintippe, kann ich das zwar öffnen und schließen und ich kann das hier auch abschicken in dem Moment, wenn ich drauf drücke. Allerdings passiert hier noch nicht richtig viel. Brauchen wir dafür jetzt einfach nur einen kleinen Event auf unser Main Search, was heißt auf unser Inputfeld. Hier sage ich jetzt Main Search at Event Listener und hier sage ich KUp, was heißt in dem Moment, wenn ich aufhöre zu schreiben, dann wollen wir hier etwas ausführen. In unserem Fall sage ich einfach Search. Sage mainSearch.value, wollen wir diese Funktion übergeben, speichere das Ganze ab. In dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt abgespeichert habe, öffne und hier etwas eintippe, seht ihr schon, unser Event wird getriggert. Was heißt, die Suche theoretisch funktioniert jetzt, die Frontend-Geschichte schon soweit. Es bringt uns aber noch nicht viel, weil so richtig gut funktioniert die noch nicht. Wenn ich hier drauf drücke, schließt sich das direkt wieder beispielsweise. Es wird zwar auch getriggert, aber auch hier wird quasi ein Default Event ausgeführt, und das sollten wir auf jeden Fall auch verhindern. Und das machen wir jetzt über Search Form. Auch hier brauchen wir einen Event Listener at Event Listener, und hier brauchen wir in unserem Fall das Submit Event und nehmen hier unser Event, zack, und sagen hier als erstes Event.submit
Prevent Default. Das heißt, wir wollen nicht, dass das Formular, wenn ich das submitte, ein Page Reload triggert. Und das erste, was wir jetzt hier machen, const data gleich new form data und von welchem Formular? Von unserem Search-Formular natürlich. Und in dem Moment habe ich ein Array von allen Formularfeldern und kann jetzt vorgehen, indem ich jetzt das Ganze einfach mappe, indem ich eine neue Variable bzw. ein neues Objekt erschaffe mit Name, Value of Data. Und damit, da loopen wir jetzt einfach durch und fügen quasi hier einfach nur das Value an unsere Search. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, ich hier öffne, hier etwas eintippe und das abschicke, seht ihr, es wird hinzugefügt, aber es wird nicht direkt gelöscht. Das heißt, ich kann jetzt so mit der Maus suchen, das ist zum Beispiel für die Barrierefreiheit wichtig, aber es lädt nicht direkt neu, sondern ich muss es immer noch hier oben schließen. Und das ist auch gut. Das, was jetzt interessant wird, ist quasi jetzt der Part. Das heißt, so könnt ihr die Suche theoretisch bei euch einbauen. Sie würde ohne Probleme funktionieren. Man kann jetzt hier reinschreiben, man kann das Ganze suchen mit dem Button, man kann das Ganze wieder schließen. Aber wie gesagt, ist das halt relativ langweilig und deswegen wollen wir jetzt hier quasi Tastaturbedienbarkeit hinzufügen. So, das, was jetzt noch fehlt, ist natürlich die Tastaturbedienbarkeit und das machen wir ziemlich einfach, indem wir als erstes darauf warten, okay, bei einem window.onKeyUp, was heißt in dem Moment, wenn ich einen Tastatur-Key loslasse, soll ein Keyboard-Event abgefeuert werden und in dem Moment wollen wir quasi darauf hören. In unserem Fall sage ich jetzt einfach mal console.log und sage hier, okay, gib mir einfach mal das Event zurück, sodass wir wissen, mit was wir hier eigentlich arbeiten. Und wenn ich jetzt hier etwas drücke, seht ihr, wir kriegen hier ein Event und hier drin bekommen wir jetzt einen Code. In unserem Fall ist das jetzt Key A, weil ich gerade A gedrückt habe. Wir wollen jetzt aber quasi auf den Code Key S hören. Das heißt, in dem Moment, wenn wir S drücken. Die erste Funktion, die wir also brauchen, ist einfach nur eine Funktion, die uns ein True-False zurückgibt, ob die korrekte Taste gedrückt wurde. Und dazu sage ich jetzt, okay, try to open search bar. So, das ist unsere Funktion und die soll uns jetzt einfach einen True-False-Wert returnen von unserem Keyboard-Event. Das heißt, wir sagen keyboard.code gleich, gleich, gleich und wir sagen hier Key S, weil wir hier auf den Code hören wollen und nicht auf den Buchstaben. Und in dem Moment, wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und try to open search bar hier einfüge und unser Event als Parameter an diese Funktion übergebe, müssten wir jetzt, wenn ich S drücke, ein True zurückbekommen und wenn ich jede andere Taste drücke, bekommen wir ein False. Das funktioniert schon mal ganz gut. Allerdings haben wir jetzt ein Problem. Und zwar, wenn ich hier quasi jetzt drin bin, was heißt unser Search-Formular öffne, und hier in unserem Search-Formular S eingebe, kriegen wir jedes Mal das Event zurück, dass das True ist. Und das natürlich nicht gut. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Und das Schöne ist, wenn wir uns jetzt hier noch einfach einmal unser anderes Event loggen quasi. In dem Moment, wenn ich S drücke, bekommen wir hier noch viel mehr Informationen. Und die Information, die wir jetzt brauchen, ist quasi unser Target. Das heißt, wir müssen jetzt kontrollieren, okay, drücken wir die richtige Taste und, ups, das wollte ich nicht, und ist unser Keyboard-Event.Target gleich, gleich, gleich document.body. Das heißt, wir wollen das nur, wenn unser Target wie hier unten der Body ist. Wenn ich jetzt hier eintippe, kriegen wir True zurück. Ich kann das noch ein bisschen sauberer demonstrieren. So, wenn ich jetzt S drücke, kriegen wir True zurück. Und in dem Moment, wenn ich das öffne und hier in unserem Suchfeld bin und hier drin drücke, kriegen wir False zurück, wie ihr seht. Und das ist ganz entscheidend, weil so kann man quasi jedes Inputfeld auf der Seite ganz normal nutzen. Und nur wenn man im Body ist, wenn man mit nichts interagiert, in dem Moment wird das Ganze true, weil dann unser Target unser Body ist. Aber was soll dann passieren? Wir wissen jetzt, okay, wir kriegen hier einen Wert zurück. Wir drücken die richtige Taste, was heißt, wir brauchen hier eine Abfrage, die uns einfach nur in dem Moment, wenn es die richtige Taste ist, dann öffne doch einfach bitte unsere Searchbar. Und wenn ich das Ganze jetzt hier nutze, ich drücke jetzt A, da passiert gar nichts und jetzt drücke ich S, zack, und da ist unsere Suchleiste. Aber das Blöde ist, wenn ich jetzt hier S drücke, kann ich nicht direkt schreiben. In dem Moment passiert quasi nichts. Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall noch erweitern. Und zwar machen wir das hier unten und sagen, in dem Moment, wenn wir unsere Suchleiste öffnen, dann sagen wir mainSearch.focus. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und jetzt S drücke, kann ich direkt anfangen zu schreiben.
Und das ist natürlich nutzertechnisch viel besser. Das heißt, ich kann direkt weitermachen, habe keine Verzögerung. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ich würde das mit der Tastatur gerne auch wieder schließen können. Das funktioniert noch nicht. Das heißt, wir kopieren uns diesen Bereich hier und sagen neben Open Close Search Bar. Aber wir sagen hier nicht Try to Open, sondern Close und kopieren uns diese Funktion einmal. Zack, kopieren uns den Namen, fügen den Namen ein. Hier ist es egal, wo wir gerade auf der Seite sind. Und das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, wir wollen beim Drücken von der Exit-Taste quasi leaven. Und das fügen wir jetzt hier ein, indem wir einfach sagen Escape. Das ist auch der Code, der heißt wirklich so. Und in dem Moment, wenn ich jetzt S drücke, kann ich hier was eintippen. Ich kann das mit Exit einfach wieder zumachen. Und das Ganze funktioniert wunderbar. Und ich kann vor allem auch mit Enter, das wie ihr seht, einfach abschicken. Das heißt, die komplette Tastaturbedienbarkeit unserer Suche ist jetzt gewährleistet und man könnte sie jetzt wunderbar irgendwo einsetzen, ohne eine Maus zur Verfügung zu haben. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr dort auch jede Menge Social Netzwerke. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel supporten wollt, findet ihr dort auch Amazon Affiliate oder andere Affiliate-Partner, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.